Gefährlicher Einsatz für die Bundespolizei in Berlin. Haftbefehle gegen sie vor. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Täglich begeben sich die Männer und Frauen der Bundespolizeidirektion Berlin in Gefahr, um die Hauptstadt und das umliegende Brandenburg sicherer zu machen. Gut, mitkommen. Auf der Spur nach Kriminellen und Gewalttätern. Ich vertrete das Gesetz und das dann auch, wenn es sein muss, energisch. Kein Job für schwache Nerven. Man macht sich natürlich Gedanken, was ist jetzt da vor Ort? Ist da, lebt die Person noch, lebt sie nicht mehr? Jede Sekunde zählt. Einsätze, die selbst gestandene Bundespolizisten an ihre Grenzen bringen. Ja, da muss man sich halt auch so ein kleines, dickes Fell antrainieren, dass man eben halt nicht alles so an sich rankommen lässt. Traumjob, Bundespolizist. Sie schützen die Bevölkerung und bereiten sich dabei auf das Schlimmste vor. So, ihr sprecht jetzt die Person an, ne, macht eine ganz normale Ausweiskontrolle. Ja, Wolfgang von der Bundespolizei hätte ganz gerne meinen Ausweis gesehen, bitte. Küss deinen Ausweis, mein Freund. Hier, ja, genau. Messer weg. Messer weg. Legen Sie das Messer weg. Messer weg. Messer weg. Messer weg. Messer weg. Rund 5.700 Bahnhöfe gibt es in Deutschland. 34.000 Kilometer Streckennetz. Für die Überwachung und Sicherheit ist die Bundespolizei zuständig. Ihre Aufgabe? Gefahren auf dem Gebiet der Bahnanlagen abwehren und die Sicherheit von 2 Milliarden Bahnreisenden jährlich gewährleisten. Bei der Bundespolizeidirektion Berlin gibt es dafür 12 Inspektionen. Eine davon befindet sich am Berliner Ostbahnhof. Es ist 20 Uhr. Nachteinsatz für Michael Wolf und Volker Hähnchen. Sie kontrollieren die Bahnanlagen und sorgen für die Sicherheit der Hauptstadt. Egal ob Sachbeschädigung, Taschendiebstahl oder Körperverletzung, in den nächsten 10 Stunden werden Sie einiges erleben. Wir sind für den Schutz der Reisenden und die Sicherheit auf Bahnanlagen zuständig. Dort beginnt es bei Beleidigungsdelikten, geht weiter über Diebstahl, Trickdiebstahl, Taschendiebstahlsdelikten bis hin zu Rohheitsdelikten, was dann halt Körperverletzungen oder gefährliche Körperverletzungen sind, bis hin zu Bahnbetriebsunfällen, Suiziden. Was die beiden heute erwartet, wissen sie noch nicht. Täglich bereitet sich Volker Hähnchen auf das Schlimmste vor. Um sich in jedem Fall optimal verteidigen zu können, bietet ein Einsatzgürtel Platz für jegliche Art von Waffen. Die schusssichere Weste ist seine Lebensversicherung. Das hier zum Beispiel ist unser Schlagstock. Der ausziehbar ist eine gute Sache, ist ja nicht so lang. Das ist dann hier unser Reizgas. Das ist dann unsere Waffe. Die ist grundsätzlich auch als geladen zu tragen, weil man draußen eben die Zeit in manchen Situationen nicht mehr hat, um extra dann nochmal die Waffe durchzuladen. Pistole, P30, Schlagstock und Reizgas trägt Volker Hähnchen am Mann. Auch die Maschinenpistole MP5 gehört zur Ausstattung. Situationsbedingt entscheiden die Polizeibeamten im Ernstfall, welche Waffe sie einsetzen. Um dafür bereit zu sein, müssen die beiden mindestens vierteljährlich zum Schießtraining. Einmal im Jahr muss mit der Pistole und Maschinenpistole jeweils eine Pflichtübung bestanden werden. Die Schießfortbildung absolvieren sie während ihrer normalen Einsatzschicht und sind dabei immer auf Abruf. Wenn ihr Hörschutz für alle, Waffe laden. Geladen. Vorne vor auf 3 Meter. Du bist bereit? Ja. In der Fortbildung ist halt unser Ziel, die Leute eben sicher zu machen mit unseren beiden Waffen, die wir täglich im Dienst haben. Ne? Also die MP5, die in der Regel auf den Dienststellen liegt. Und eben die P30, die jeder Mann trägt. Ne? Wir versuchen, so viel wie möglich einsatzmäßig mit den Leuten zu schießen, um sie nah, so nah wie es hier uns möglich ist, an bestimmte Einsatzsituationen ranzuführen, um ihnen eben eine Sicherheit für draußen zu geben. Bestanden von der Trefferleistung her. Alles okay. Gut.
Bestehen die Männer und Frauen der Bundespolizei beim ersten Mal nicht, müssen sie die Übung beim nächsten Schießtraining wiederholen. Wenn der Kollege diese Übung nicht besteht und wir ihm vielleicht dann auch noch, was wir eben einschreiben, er ist eben handlungsunsicher, dann kann der Inspektionsleiter kann so weit gehen, dass er auch sagt, er ist nicht mehr berechtigt, die Schusswaffe zu tragen. Die Schießfortbildung besteht aus diversen einsatzmäßigen Übungen. Geprobt wird alles, was die Beamten auch draußen bei ihrem Arbeitsalltag erwarten kann. Für nachgestellte Szenen werden keine Zielscheiben, sondern bewegte Personen projiziert. So, ihr sprecht jetzt die Person an, ne, macht eine ganz normale Ausweiskontrolle. Ja, Wolfgang von der Bundespolizei, hat ganz gerne meinen Ausweis gesehen, bitte. Du kriegst deinen Ausweis, mein Freund. Hier, ja, genau. Messer weg. Messer weg. Legen Sie es besser weg. Messer weg. Messer weg, glaube ich, die Schreien. Für heute haben beide das Training geschafft. Die nächste Fortbildung steht spätestens in einem Vierteljahr an. Abgeschottet vom Arbeitsalltag erreicht die beiden plötzlich ein realer Notruf. Ab jetzt geht alles ganz schnell. Die eben noch wichtig erscheinenden Übungen rücken in den Hintergrund. Der Einsatz führt sie zur Warschauer Brücke, einer Partymeile im Szenebezirk Friedrichshain. Hier soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben. Was ist denn passiert? Dieses Kollege. Die Straßenmusiker gut angegangen. Die Gegend um die Warschauer Brücke ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Party und Alkohol bestimmen die Nacht. Vor einigen Minuten gab es hier eine Schlägerei. Ist er auch noch unten? Können Sie uns das bitte zeigen? Können Sie uns den mal zeigen? Nachdem ein Streit zwischen Passanten eskaliert ist, sollen zwei Verdächtige die Jacke eines Mannes zerstört haben. Sowohl Täter als auch Opfer scheinen nicht mehr ganz nüchtern zu sein. Ja, bitte. Das ist ja eine Sachbeschädigung. Die Jacke ist ja kaputt. Ja, jetzt gerade. Wollen Sie eine Anzeige gegen die Person? Ja, natürlich. Natürlich. Die mutmaßlichen Angreifer stehen schnell fest. Sie sollen die Jacke zerrissen haben und werden eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bekommen. Damit scheint der Einsatz erst einmal beendet. Doch plötzlich kommt alles anders. Ein Haftbefehl gegen Sie vor. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Die Situation spitzt sich zu. Der Mann ist kein Kleinkrimineller. Er wird per Haftbefehl gesucht. Wie der Verdächtige jetzt auf die Festnahme reagiert, ist nicht abzusehen. Ortswechsel. Frankfurt-Oder. Die Bundespolizisten Oliver Pludra und Robert Kosi beobachten die Autobahn A12 nahe Polen. Ihre Mission? Die Grenzen der Bundesrepublik überwachen. Täglich machen sie sich auf die Jagd nach Autoschiebern sowie illegalen Einwanderern und deren Schleusern. Auswahlkriterien basieren im Wesentlichen auf drei Faktoren. Zum einen natürlich die persönliche Erfahrung des eingesetzten Beamten. Zum zweiten das, was die kriminalpolizeiliche Komponente Informationen zur Verfügung stellt, also relevante Daten zu den Fahrzeugen. Und die wichtigste Säule ist das persönliche Bauchgefühl des Kollegen. 258 Kilometer polnische Grenze. 7.740 Quadratkilometer Fläche zu überwachendes Grenzgebiet. Nicht jedes Auto kann da kontrolliert werden. Deswegen sind neben der Menschenkenntnis vor allem technische Hilfsmittel wichtig. Sobald ein Verdacht besteht, kommt der Pocket-PC zum Einsatz. Ja, der Pocket-PC bietet mir die Möglichkeit, alle Fahndungssysteme, die wir in Deutschland abfragen können, zu bedienen. Das heißt, ich frage die Person ab, ob sie hier in Deutschland ein Fahndungssystem einlegt, ob irgendein Haftbefehl vorliegt oder eine Ausschreibung vorliegt. Gleiches gilt für das Schengen-Informationssystem. Alle diese Systeme erreiche ich mit diesem tragbaren Computer. Lass die sechs Zylinder brüllen. Plötzlich geht es ganz schnell. Auf der Straße Richtung Berlin fällt Robert Kosi ein polnisches Fahrzeug auf. Die Beamten signalisieren, dem verdächtigen Auto zu folgen. Beide Insassen müssen als erstes ihren Ausweis vorlegen. Im Fahrzeug warten. Oh, und Momentcheck. Anhand des Autokennzeichens und des Ausweises überprüft Robert Kosi, ob eine Fahndung vorliegt. Gestohlen gemeldete Fahrzeuge würden sofort im System auftauchen. Ja, wir hatten jetzt ein Fahrzeug, was eben aufgrund der Gesamtumstände in unser Fahndungsraster gepasst hat. Abgedunkelte Scheiben waren auch noch dazu. Also wir konnten nicht erkennen, was hinten im Fahrzeug sich befindet. Haben das Fahrzeug in der Kontrolle zugeführt, aber es waren zwei völlig unbescholtene polnische Bürger. Alle Fahndungsabfragen verliefen negativ und setzen jetzt ihre Fahrt Richtung Berlin fort. Nicht immer führt das Bauchgefühl automatisch zu einem Treffer.
Doch kaum haben die Polizeibeamten ihre Fahrt fortgesetzt, fällt ihnen das nächste verdächtige Fahrzeug ins Auge. Ja, nimm gleich rein, bevor er mich wieder überholt. Jetzt hat er. Nicht nur illegal transportierte Waren werden jedes Jahr sichergestellt, auch Schleuser und unerlaubt eingereiste Personen stehen ganz oben auf der Suchliste von Oliver Pludra und Robert Kosi. Kirgise. Ein Kirgise. Litauisch. Oh. 10. Irgendwas hat er nämlich gerade in der Tasche gesteckt. Das hat er aus dem Pass rausgeholt. Das hat er allerdings auch nicht gesehen. Der ist illegal, oder? Sieht fast so aus. Ein junger Mann aus Kirgisistan ist auf dem Weg von Deutschland nach Polen. Bisher haben die Beamten jedoch keinen gültigen Aufenthaltstitel gefunden. Sie wissen aber schon, dass Sie, wenn Sie nach Deutschland kommen, brauchen Sie entweder ein gültiges Visa oder halt einen Aufenthaltstitel. Und wenn Sie mir den nicht zeigen, dann sind Sie hier unerlaubt. Also ich bin jetzt unterwegs nach Polen. Ja, Sie sind aber in Deutschland. Sie haben ein Visa drin, das ist im Januar 2017 abgelaufen. So, und weiter haben Sie nichts drin. Und wenn Sie jetzt hier einen Aufenthalt begründen, dann brauchen Sie entweder einen Aufenthaltstitel oder ein gültiges Visa. Haben Sie das? Der Mann kann weder ein deutsches noch ein polnisches Visum vorzeigen. Damit ist er illegal unterwegs. Wir prüfen jetzt erstmal Ihre Personalien, ob Sie hier irgendwo registriert sind. Und wenn wir das geprüft haben, dann sprechen wir weiter, wie es weitergeht. So können Sie auf jeden Fall nicht nach Polen fahren, weil Sie damit in Polen auch unerlaubt sind. Sie sind in Deutschland unerlaubt und Sie sind in Polen unerlaubt. Nee, in Polen bin ich schon... Ja, das können wir klären. Also wir nehmen Sie dann mit zur Dienststelle, wenn sich das nicht klärt. Dann stellen wir eine Anfrage in Polen, weil Sie dafür einen Aufenthaltsstatus haben. Und so lange bleiben Sie dann erstmal bei uns. So gut wie jeden Tag erwischen die Beamten der Bundespolizeidirektion Berlin illegal eingereiste Personen. Hier ist bisher unklar, welche Rollen der Fahrer und die Beifahrerin spielen. Denn nicht nur die illegale Einreise, auch die Beihilfe ist in Deutschland strafbar. Damit sie nicht flüchten, nimmt Oliver Pludra den Polen den Autoschlüssel weg. Der ist Mitreisender in einem polnischen Pkw, hat zur Kontrolle vorgelegt, ein litauisches Schengen-Visum ist am 23. Januar 17 abgelaufen. Wir kommen jetzt mal mit dem ganzen Paket rein. Robert Kosi hat Verstärkung angefordert, um den Verdächtigen mit auf die Polizeidienststelle zu nehmen. Auch die polnischen Fahrer müssen mit. Gemeinsam mit einem weiteren Polizeiwagen geht es in Kolonne nach Frankfurt-Oder. Während der Fahrt sind einige neue Details ans Licht gekommen. Sie waren ja schon mal von 2012 bis mindestens 2015 hier. Das wissen wir jetzt schon. Da gab es aber einen Vorfall mit Fahren ohne Fahrerlaubnis oder gestatten Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der Inspektion in Hof, bei der Landespolizei. Der Verdächtige ist bereits Polizei bekannt. Vor einigen Jahren hat er in Deutschland studiert und spricht deswegen fließend Deutsch. Trotzdem rechtfertigt das ohne gültiges Visum keinen Aufenthalt. Ja, nun geht die Bearbeitung weiter. Er wird vernommen werden, die Anzeige wird gefertigt und bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bleibt er dann erstmal hier. Die weiteren Ermittlungen entscheiden nun über den Verbleib des Verdächtigen. Die anderen Personen sind anscheinend unschuldig. Sie wussten nicht, dass ihr Mitfahrer illegal in Deutschland war. Während der Verdächtige auf dem Revier bleiben muss, fahren Oliver Pludra und Robert Kosi zu ihrem nächsten Einsatz. Neben Autobahnen kontrolliert die Bundespolizei regelmäßig auch Züge nach illegalen Einwanderern. So wie heute am Bahnhof von Frankfurt-Oder. Welchen Zug sie sich aussuchen und wann sie ihre Kontrollen durchführen, ist ihnen überlassen. Man will ja auch unberechenbar bleiben als Polizei. Und von daher machen wir das dann eben zu verschiedenen Zeiten, um auf keinen Fall berechenbar zu werden für das polizeiliche Gegenüber. Gerade ist an Gleis 9 ein Zug aus Polen angekommen. Die beiden müssen schnell sein, um den Zug zu erwischen, bevor er weiter nach Berlin fährt. Da es zwischen Deutschland und Polen keine ständigen Grenzkontrollen gibt, dürfen die Beamten nur stichprobenartig kontrollieren. Hallo. Ja, Passport mal bitte. Ja. Heidi. Kontrolliert wird, wer auffällig aussieht. Dabei entscheiden wieder einmal Menschenkenntnis und das persönliche Bauchgefühl. Dankeschön. Schönen guten Tag, die Polizei. Ein Passport? In einer Kabine fällt ein Mann auf. Er hat keinen Koffer bei sich. Das Visum ist abgelaufen, ne?
17.02. Ja. Gut. So, kann man mitkommen. So. Ja, ist vorbei. Ja. Nix Visa, keine Carta Pubito. Bagage? Nix? Gut, mitkommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen Georgier ohne gültiges Visum. Für ihn ist die Zugfahrt hier beendet. Umdrehen. Naja, ist okay. Super. Hast du? Gut, alles klar. Gut. Schönen Abend, ne? So. Diese Richtung? Bei jeder Festnahme kann die Situation eskalieren. Die Beamten wissen nie, wen sie vor sich haben. Der Mann könnte ein gesuchter Verbrecher sein oder fliehen. Ich vertrete das Gesetz. Ja, dafür bin ich da, das begleite ich äußerlich. Und selbstverständlich habe ich diese Einstellung auch. Und ja, natürlich, wenn ich das Gesetz fordere vom Gegenüber, dann möchte ich es auch durchsetzen. Und das dann auch, wenn es sein muss, energisch. So, einmal hinsetzen. Oliver Pludra und Robert Kosi übergeben den Mann an die Kollegen vom Bahnhof Frankfurt-Oder. Für den Georgier bleibt seine Zugfahrt nicht ohne Folgen. Die Leute, die kein Visum haben, die nicht hier bleibeberechtigt sind, die werden erstmal beanzeigt wegen der unerlaubten Einreiseaufenthalt. Und dann wird die Rückführung angestrebt. Oliver Pludra und Robert Kosi konnten durch ihre jahrelange Erfahrung und Menschenkenntnis heute zwei illegale Einwanderer überführen. Doch nicht alle Einsätze der Bundespolizei spielen sich ausschließlich auf deutschem Boden ab. Seit Jahrzehnten gibt es eine deutsch-polnische Kooperation. Um grenzüberschreitende Einsätze zu ermöglichen, arbeitet die Bundespolizei eng mit dem polnischen Grenzschutz zusammen. Auch im polnischen Słubice, 2 Kilometer von Frankfurt-Oder entfernt, stehen Gemeinschaftsstreifen an der Tagesordnung. Grundsätzlich bestehen wir aus jeweils 20 Beamten, also 20 polnischen und 20 deutschen Beamten, die dann quasi in Schichten eingeteilt sind und zusammen Streife fahren. Das heißt, wir haben entweder ein deutsches Fahrzeug oder ein polnisches Fahrzeug mit je mindestens einem Beamten des jeweiligen Landes. Dank des deutsch-polnischen Zusammenschlusses können beide Fahndungssysteme der Länder genutzt werden. Das erleichtert das Überführen von Straftätern. Heute ist Hauptmeister Toni Schröder mit seinen polnischen Kollegen auf polnischem Gebiet unterwegs. Diese Fahndungsarbeit auf der Autobahn macht mir halt sehr viel Spaß. Ist halt auch so ein bisschen Ermittlungsarbeit, ne? Ein bisschen rausgucken. Ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, so dahinter steigen, wer jetzt relevant ist, wer nicht. Und immer wieder das Neue entdecken. Ne? Vor Toni Schröder liegt eine 12-stündige Nachtschicht. Kaum ist er mit seinem Kollegen auf der A12 hinter der polnischen Grenze angekommen, fällt den beiden ein Fahrzeug auf. No. Führerschein. What is that? Driver license. Permis? Ja, genau. Ta, w domu jest. W jakim domu? Do. Mhm. Otwór bagażu. Noże sprzedaję na tych. Im Kofferraum fallen den Beamten Videokassetten und andere Gegenstände auf. Vermutlich ein Wanderhändler. Die Beamten nehmen die Personalien auf. Erstens kann er keinen Führerschein vorweisen. Insofern müssen wir da mal gucken. Und dann ist er allgemein ein bisschen seltsam. Das Fahren ohne Führerschein ist sowohl in Deutschland als auch in Polen verboten. Gemeinsam mit den Beamten geht es für den Händler jetzt mit auf die Polizeiwache. Wir haben jetzt hier einen rumänischen Staatsbürger, der vermutlich in Polen sesshaft ist. Alles Weitere müssen wir jetzt mal klären. Der schnelle Informationsaustausch ist ein großer Vorteil für die Grenzpolizisten. Während Toni Schröder im deutschen Fahndungssystem die Daten des Mannes abruft, schaut sein Kollege im polnischen System. Nach wenigen Minuten wissen die Beamten, gegen den Händler liegt nichts vor. Das Fahren ohne Führerschein bleibt für ihn trotzdem nicht ohne Konsequenzen. In Deutschland ist es ja rein theoretisch, oder ist es praktisch sogar eine Straftat. In Polen ist es nur eine Ordnungswidrigkeit, sofern der Führerschein nicht durchs Gericht entzogen wurde oder ein Mehrfachverstoß vorliegt. Das heißt,
Er begeht hier in dem Sinne nur eine Ordnungswidrigkeit in Polen, müsste dann eine Strafe in Höhe von 125 Euro umgerechnet bezahlen und darf natürlich nicht weiterfahren. Weil der Rumäne nur in Polen ohne Führerschein auffällig geworden ist, hat er also noch mal Glück gehabt. Ihn erwartet jetzt lediglich eine Geldstrafe. Dann wird er wieder entlassen. Zurück in der Hauptstadt. Rund 170.000 Straftaten werden jährlich von der Bundespolizeidirektion Berlin aufgenommen. Tendenz steigend. Dabei fällt besonders an Bahnhöfen immer wieder eine spezielle Tätergruppe auf. Taschendiebe. Sie zu überführen ist schwer. Uniformierte Bundespolizeibeamte würden sofort auffallen. Deswegen setzt die Bundespolizei auch Beamte in Zivil ein, die sich als normale Passanten tarnen. Der Vorteil eines Zivilfahnders ist, dass man ihn nicht vornehmlich als Polizeibeamten erkennt und man so den Überraschungseffekt hat und auch die Möglichkeit hat, dichter an den Beschuldigten ranzukommen, um dann eine Tatbeobachtung gestalten zu können, die vor Gericht immanent wichtig ist. Ich denke, die Kunst liegt darin, halt nicht aufzufallen. Also wie der normale Bürger letztendlich zu wirken, egal in welcher Situation und in welchem Bereich man sich jetzt bewegt. Freitagnacht. Wenn andere Berliner feiern gehen, machen sich Vivi und Alex auf die Jagd nach Taschendieben. In Bahnen und an Bahnhöfen beobachten sie alle Passanten besonders aufmerksam. Nach mehreren Stunden Observation fallen ihnen zwei verdächtige Männer auf. Das sind Taschendiebe, die da langlaufen. Die sind hoch und runter gelaufen. Mhm. Und die laufen ja, wie du siehst, von hinten nach vorne die Bahn ab. Und die gucken sich, wie gesagt, auch schön den Bahnsteig an. Von links nach rechts und wer kommt hoch? Normale Reisende, die stellen sich in der Regel an eine Kante und dann ist gut. Mittlerweile ist es 4 Uhr nachts. Vivi und Alex folgen den beiden Verdächtigen in die nächste S-Bahn. Die beiden setzen sich direkt neben einen schlafenden Fahrgast. Alkoholisierte Partygänger sind für Taschendiebe besonders leichte Beute. Die orientieren sich jetzt konkret in eine Richtung eines Schlafenden. Die Zivilfahnder müssen jetzt bei Beobachtungen äußerst vorsichtig sein. Jede falsche Bewegung könnte sie als Zivilfahnder enttarnen. In der Regel ist immer jemand unterwegs und dann kommt es auf dich an, wie du dich anstellst. Bist du zu dicht dran, verscheuchst du sie, guckst du immer zu oft. Du weißt nicht, wie aggressiv sind die. Jetzt wäre es eine 1-1-Situation gewesen. Vivi und Alex sind sich so gut wie sicher, dass es sich bei ihnen um dreiste Taschendiebe handeln muss. Doch um einzuschreiten, benötigen sie Beweise. Vivi, hast du gesehen, ob die dran waren? Der hat definitiv neben dem gesessen. Und dann hat er sich vorgebeugt, als der sich ein bisschen bewegt hat und mit dem anderen unterhalten, in Gang geguckt. Und dann sind sie aufgestanden und kurz darauf war der wach. Die Zivilfahnder können erst einschreiten, wenn sie sich ganz sicher sind. Geben sie sich zu früh zu erkennen, fliehen die Täter und alles war umsonst. Problem ist jetzt an der Stelle, gehst du hin und befragst den und die schweigen vorne aus. Also du setzt den Pfeil, die sind drin und komm noch mal rein und sehen, dass ich bei dem stehe, ist die Geschichte erledigt. Plötzlich verlassen die beiden Verdächtigen die Bahn, der Angetrunkene ebenfalls. Wenn Vivi den Fall aufklären will, muss sie jetzt handeln. Da noch keine Beweise gegen das Männerduo vorliegen, entscheidet sie sich, dem möglichen Opfer zu folgen. Ja, das dürfte ich hinkriegen. Da müssten wir uns nur ein bisschen zügiger. Den kriegen wir noch, denke ich. Schönen guten Tag. Entschuldigung, wir sind von der Bundespolizei. Sie sind gerade in der Bahn eingeschlafen, oder? Das kann doch ja sein, ja. Ja, könnten Sie mal gucken, ob Sie noch alles haben? Also Handy, Portemonnaie oder ob Ihnen irgendwas fehlt? Hatten Sie ein Handy dabei? Hatte ich, ja. Ja? Und das haben Sie nicht mehr? Nee, habe ich nicht mehr. Vivis Verdacht hat sich bestätigt. Der Mann aus der Bahn ist tatsächlich Opfer von dreisten Taschendieben geworden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Alex? iPhone 6 fehlt, weiß. Linke Hosentasche hat das drin gehabt. Und das könnte passen, weil da hat nämlich der Anruf gesessen. Während Vivi das Opfer befragt hat, sind die mutmaßlichen Taschendiebe entkommen. Alex hat die beiden Männer verloren. Mittlerweile könnten sie überall in Berlin sein. Sind sie uns gerade schön durch die Lappen gegangen? Da kann's auch sein. Die Männer sind verschwunden. Jetzt geben die beiden Zivilbeamten eine Täterbeschreibung an ihre Kollegen in ganz Berlin durch. 10 Minuten später, als der Fall bereits verloren scheint, bekommt Vivi einen Anruf. Aha, okay. Einer anderen Streife sind zwei Männer ins Netz gegangen. Auf sie trifft die Personenbeschreibung zu.
Ob es sich dabei wirklich um die beiden Taschendiebe handelt, müssen die Zivilbeamten jetzt persönlich klären. Und tatsächlich, es sind die zwei Taschendiebe. Das gestohlene iPhone 6 haben sie auch bei sich. Freut mich, dass wir die gekriegt haben. Da hätte ich mir heute den ganzen Tag geärgert. Auch das Opfer dürfte sich über die Festnahme freuen. Der Mann bekommt dank des Einsatzes der Zivilfahnder sein teures Mobiltelefon zurück. Ja, also bei dem Geschädigten war es so, er war eingeschlafen aufgrund von Alkoholisierung. Wir nehmen hier regelmäßig den Paragraphen 243 Strafgesetzbuch, den besonders schweren Fall des Diebstahls, hier in Form der Ausnutzung der Hilflosigkeit an. Also eine strafschärfende Diebstahlshandlung. Dies war nur ein Fall von vielen. Mehrere tausend Anzeigen wegen Taschendiebstahls werden von der Bundespolizeidirektion Berlin pro Jahr aufgenommen. Und es werden stetig mehr. Ein Richter wird nun über das genaue Strafmaß entscheiden müssen. Auf die Taschendiebe kann eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren warten. Jeder Traum vom Bundespolizisten hat irgendwo seinen Anfang. Und wer den Traum verfolgt, muss irgendwann hier bestehen. Beim Auswahlverfahren. Blumberg, 30 Kilometer nordöstlich von Berlin. Tausende junge Menschen bewerben sich jedes Jahr für eine Ausbildung bei der Bundespolizei. Rund 2/3 davon werden zum Auswahltest eingeladen. So, wir befinden uns hier in einer Sporthalle der Bundespolizeiabteilung Blumberg. Die erste Aufgabe, Sie begeben sich jetzt erstmal in Ihre Umkleideräume, ziehen sich um. Ich habe bis heute immer alles gegeben, alle Abschlüsse gesammelt, die dafür nötig wären. Und heute ist es halt soweit, dass ich bis ins Auswahlverfahren geschafft habe. Nur geeignete Bewerber schaffen es letztendlich in die 2,5-jährige Ausbildung. Und der Weg dorthin ist hart. Insgesamt besteht der Eignungstest aus 4 Teilen. Dem Sporttest und der schriftlichen Prüfung folgen ein mündliches Vorstellungsgespräch sowie eine polizeiärztliche Untersuchung. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, machen eine individuelle Erwärmung. Das heißt, jeder für sich selbst ein Aufwärmprogramm, was er meint, machen zu müssen. Ich empfehle grundsätzlich Vorbereitungen im Bereich der Schultergelenke. Das heißt also, die Muskulatur im Bereich der Schultergelenke sollte vorbereitet sein. Ja, man sagt ja von sich selbst immer, man ist da guter Dinge. Aber ich denke, das sollte hinhauen. Ich bin sportlich und das sollte funktionieren. Nach kurzem Aufwärmen kann der Sporttest beginnen. Um die Beweglichkeit zu beweisen, müssen die Bewerber aus dem Stand auf Matten springen. 2,20 Meter reichen, um die Übung zu bestehen. Übertreten. So ein Stück. Ja. Ich habe echt gedacht so, oh nein, und das schaffst du nicht. Aber dann dachte ich mir, komm, Zähne zusammen, hier geht's um was. Und 2,28. Geklappt. Übung Nummer 2. Der Koordinationstest. Hier kommt es auf Bewegungsschnelligkeit und Konzentration an. Ein bestimmter Hindernislauf aus Stangen und Medizinbällen muss innerhalb von 18 Sekunden fehlerfrei bewältigt werden. Okay, komm mal, gut. Fertig. Kahn hat sich bestens für seinen Traum vorbereitet. Auch die Liegestütze sind kein Problem. Innerhalb von 40 Sekunden schafft er 35 Stück, 23 sind gefordert. Die Anforderungen sind hart. Auch Carsten träumt von der Ausbildung bei der Bundespolizei. Ich fühle mich eigentlich recht gut vorbereitet, weil ich im Sport auch meine Stärken sehe und deshalb hier auch mein Bestes geben möchte. Das Beste geben. Das sind für Carsten keine Höchstleistungen, für ihn zählen nur die Mindestanforderungen. Im Vorfeld hat er sich dafür genau die Werte angeschaut, mit denen er den Sporttest besteht. Nicht lange ausruhen, nein. Das ist ein Bewegungstest. Zügig. Hey, komm, 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 komm. Und hoch. Carsten hat die Übung fehlerfrei gemeistert. Aber war er tatsächlich schneller als die geforderten 18 Sekunden? 17,9. Den nächsten bitte reinschicken. Von der Zeit her war es bei mir ein bisschen knapp, aber ich hatte mich auch eher so darauf versteift, auf Sicherheit zu gehen. Und jetzt nicht die unbedingt beste Zeit, weil letztendlich ist es ja nur eine Mindestzahl, die ich erreichen muss. Und damit kann ich auch ganz zufrieden sein.
Wenn auch knapp, es reicht. 17,9 Sekunden bei geforderten 18. Als nächstes muss der Bewerber 23 Liegestütze schaffen, um zu bestehen. Wir müssen 40 Sekunden durchhalten. Also wenn wir 23 fertig haben, können wir auch einfach nur noch in der Ausgangsposition dastehen bis 40. Oder Sie legen sich hin, dann ist eh Schluss. Weil weiter wird ja nicht gezählt. Also wenn Sie meinen, Sie wollen bloß 23 Liegestütze bringen, weil es die Mindestnorm ist und sagen, das passt und legen Sie sich hin, dann wird nicht weitergezählt, ne? Carsten fährt weiter fort mit seiner Sicherheitstaktik. Nur so viel machen wie nötig, das sollte reichen. Schau mal dahin. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. Jetzt beißt es. 1, drücken, 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 komm. Und wieder hoch. 2, 22, einen schaffst du. Komm, zieh! Na! Scheiße. Und stopp. Bedeutet eine fehlende Liegestütze jetzt das Aus für Carstens großen Traum? Zurück in Berlin. An der Warschauer Brücke hat es eine Schlägerei gegeben. Nachdem Michael Wolf und Volker Hähnchen alle Personalien aufgenommen haben, spitzt sich die Situation zu. Einer der Schläger ist Polizei bekannt. Gegen ihn liegt sogar ein Haftbefehl vor. Was? Ein Haftbefehl liegt gegen Sie vor. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Ich respektiere Sie auch. Aber gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Deshalb einmal umdrehen, kriegen Handschellen ran. Nein. Doch. Nein, mir drehen ist normal. Ja, ich weiß, Sie sind normal. Aber, gut. Der Mann wird seit Wochen per Haftbefehl gesucht. Damit ist für ihn die Partynacht endgültig beendet. Er muss mit aufs Polizeirevier. Wir haben dann bei der Fahndung im Informationssystem der Polizei festgestellt, dass der Beschuldigte gleichzeitig auch zur Festnahme ausgeschrieben war. Der ist jetzt durch eine zweite Streife abgeholt worden und ist dann jetzt zu unserer Dienststelle verbracht worden. Auf dem Revier erfahren die Beamten, was der Mann verbrochen haben soll und wie lange er dafür ins Gefängnis muss. Aber da der Verdächtige keinen Ausweis dabei hat, ist seine Identität bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt. Abhilfe schafft der Fingerabdruckscan. Ein wichtiger Beweis, denn jeder Fingerabdruck ist einmalig und unveränderlich. So, wir werden jetzt nochmal Ihre Fingerabdrücke nehmen. Was? Fingerabdrücke. Um ja, zu gucken, um zu schauen, ob Sie auch die im Haftbefehl gesuchte Person sind. Genau. Ja? Dazu einmal aufstehen, bitte. Die sogenannte Fast-ID erfasst mit einem Scanner die Fingerabdrücke und gleicht sie im System ab. Liegen Daten zum Verdächtigen bei der Polizei vor, werden sie sofort angezeigt. Nach wenigen Minuten steht fest, der Verdächtige ist tatsächlich der per Haftbefehl gesuchte Mann. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Urteil vom Amtsgericht Tiergarten am 01.02.2017. Und zwar wegen besonders schwerer Fall des Diebstahls. Kriegen Sie eine 7-monatige Freiheitsstrafe. Er war die im Haftbefehl gesuchte Person, das wurde ihm eröffnet. Daraufhin wurde er von uns zur Eigensicherung durchsucht. So, alles, was Sie in den Taschen haben. Ich nicht hab das. Ihm werden alle Gegenstände abgenommen, weil er bei uns sich in der Gewahrsamszelle befindet dann. Und die weiterführenden Maßnahmen sind jetzt, wir legen alle Protokolle an, die wir ihm dann auch vorlegen zum Unterschreiben, auch in seiner Heimatsprache. Das wäre halt einmal das Protokoll über die erfolgte Festnahme mit seinen Rechten drauf und das Durchsuchungsprotokoll. Und im weiteren Verlauf, wenn das alles abgearbeitet ist, wird er hier in Berlin ans sogenannte Transportkommando übergeben, was ihn dann in den Zentralgewahrsam am Tempelhofer Damm überstellt. Dieser Fall ist für Michael Wolf und Volker Hähnchen hiermit beendet. Doch kaum haben sie diesen Einsatz abgeschlossen, erreicht sie der nächste Notruf ihrer Wache am Ostbahnhof. Also wir haben einen Auftrag gekriegt, in Grünbergallee gab es einen Personenunfall und da fahren wir jetzt mit Sonder- und Wegerecht hin. Bundespolizeibeamte dürfen bei Notfällen Blaulicht und Einsatzhorn einschalten. Die Anspannung bei den Beamten steigt. Man macht sich natürlich Gedanken, was ist jetzt da vor Ort? Ist da, lebt die Person noch, lebt sie nicht mehr, liegt sie unterm Zug, sind da in dem Zug noch Personen drin, die dann noch evakuiert werden müssen? Brauchen wir noch mehr Kräfte? Aber das sehen wir dann alle da vor Ort, um dann eben da den Bahnhof abzusperren, dass es da eben keine Personen gibt, die uns dann halt im Weg rumstehen, wird das ja dann auch weiträumig abgesperrt. Sie hoch? Ja. Vorne. Einfach durch. Ja.
Noch immer wissen beide nicht, was passiert ist. Sanitäter vor Ort deuten auf den Ernst der Lage hin. Volker Hähnchen versucht, Informationen zu bekommen. Ein kleines Mädchen soll bei einem Unfall schwer verletzt worden sein. Ein kleines Kind. Wie alt? Fünf. Ich sage erstmal direkt durch, dass sie erstmal weiterfahren kann. Der Albtraum für jeden Bundespolizisten. Volker Hähnchen ist selbst Familienvater. Wenn bei seinen Einsätzen Kinder betroffen sind, geht das auch ihm unter die Haut. Ja, da konnte sie mich noch nicht so richtig, wie gesagt, artikulieren. Von der Mama? Ist die Außenlinie geknallt? Oder? Von außen, ja. Ist ja von außen gewesen sein. Wie die Bahn stand? Wie die Bahn angefahren ist. Aber sie hat auch ziemlich verwirrt jetzt nur gesprochen. Hast du schon gefragt, wohin sie fahren? Nee, hab ich noch nicht. Wohin sie fahren und was die Art der Verletzung brauchen wir auch noch. Und wieso, dass sie Kopfschmerzen hat? Mehr erstmal nicht. Wo denn? In welches Krankenhaus fahren wir? Okay, danke. Und die Art der Verletzung? So was zu sehen irgendwie? Noch nicht. Okay. Wo fahren sie denn? Neukölln. Neukölln. 916. Ja, Sachverhalt Grünbergallee. Wie der Kollege schon gemeldet hat, fünfjähriges Kind, weiblich. Geht jetzt weiter ins Krankenhaus Neukölln. Über die Art der Verletzung konnte er noch keine Aussage tätigen. Ja, wir werden jetzt noch Zeugen vor Ort befragen, um mal festzustellen, ob die Bahn angefahren ist oder ob es von außen oder von innen war. Aufgabe der Bundespolizei ist es, das Gebiet nun abzusperren und Aussagen aufzunehmen. Da die Beamten selbst nicht dabei waren, sind sie auf Augenzeugen angewiesen. Wir haben alle geschrien und wir haben einfach, wenn es so rein und raus, wenn es so weggegangen, wir haben alle geschrien und er war und mit dem Jungen hat runtergegangen und diese kleinen Kind oben genommen. Und die Mutter war so traurig und die haben alle geschrien. Ich weiß nicht mehr. Sie kam von drinnen und wollte raus. Ja. Aber der Zug hat wieder die Türen zugemacht. Ja. Und daraufhin ist sie zwischen Zug und Bahnsteig gekommen. Ja, und ja. hingefallen rein. Ach so, ist sie in das Loch zwischen Zug und Bahnsteig gekommen. Ja. Und dann nach außen gefallen. Ja. Dieses 12-jährige Mädchen ist direkt nach dem Unfall zum nächstgelegenen Hotel gelaufen, um den Notdienst zu rufen. Ihre Eltern sprechen kein Deutsch. Deshalb ist sie jetzt die wichtige Zeugin. Ja. Es ist auch immer wichtig, dass wir Verdächtige ausschließen können, dass es hier nicht zu einer Straftat gekommen ist. Die Person hätte ja auch vor die S-Bahn geschubst worden sein können oder es kam vorher zu einer Rangelei. Und auch um solche Sachen auszuschließen, müssen wir natürlich auch Zeugen befragen und auch Leute, die Hilfe geleistet haben. Michael Wolf konnte die Situation aufklären. Beim Aussteigen aus der S-Bahn hat ein 5-jähriges Mädchen die Kante zwischen Bahn und Bahnsteig nicht beachtet und ist dazwischen gefallen. Andere Fahrgäste haben ihr herausgeholfen und den Notarzt verständigt. Ob das Mädchen neben einer möglichen Gehirnerschütterung weitere Schäden davongetragen hat, wird jetzt im Krankenhaus untersucht. Auch wenn der Fall für die Bundespolizisten hiermit beendet ist, ein solcher Einsatz geht nicht spurlos an den Beamten vorbei. Na, man trägt das natürlich mit nach Hause. Man unterhält sich dann auch mit der Ehefrau oder mit der Freundin darüber. Man braucht ja da auch einen Ansprechpartner oder man kriegt auch Hilfe von der Bundespolizei, wenn man die dann annehmen möchte. Da gibt es dann extra geschulte Psychologen dafür. Ja, da muss man sich halt auch so ein kleines, dickes Fell antrainieren, dass man eben halt nicht alles so an sich rankommen lässt. Der Einsatz für die Bundespolizei. Für die Beamten ist es nicht nur eine körperliche Herausforderung. Sie müssen auch mit ganzem Herzen dabei sein. Für heute ist die 10-Stunden-Schicht von Volker Hähnchen und Michael Wolf vorbei. Bis nächste Nacht wieder alles von vorne beginnt. Zurück in Blumberg. Hier findet der Auswahltest für die Ausbildung zum Bundespolizisten statt. Gestartet wird morgens mit dem Sporttest. Carsten Benet verlassen bei den Liegestützen seine Kräfte. Er schafft nur 22 statt der geforderten 23. Und stopp. Es gibt viele Bewerber, die da sagen, okay, ich lese mir die Normen durch und schätze ein, das packe ich. Da brauche ich keine großen Trainingseinheiten vorlegen. Und dann, wenn sie plötzlich bei uns dann in der Sporthalle stehen oder mir dann gegenüber, dann merken sie doch, oh, da gibt es doch große Probleme. Diese Übung hat Carsten damit nicht mit der notwendigen Punktzahl abgeschlossen. Um seinen Fehler auszugleichen, muss er nun in einer anderen Übung extra Punkte sammeln. Ja, beste Team jetzt im letzten Test. Alle draus wollen, jetzt gilt's. Letzter Test, der Ausdauerlauf. In 12 Minuten müssen die Bewerber mindestens 2,4 Kilometer laufen, um zu bestehen. In der Sporthalle sind das 24 Runden. Los geht's! Die Laufübungen im Auswahlverfahren sind aber erst der Anfang. Wer es in die Ausbildung schafft, muss den Test dort wiederholen.
Nach 11 Minuten 30 steht fest, Carsten hat seine 24 Runden geschafft. 24, die 1, Mindestnorm ist voll. Komm, jetzt geht's auf Punkte. Um seinen Fehler bei den Liegestützen auszugleichen, reicht das aber noch nicht. Die letzten Sekunden laufen. Dominique dagegen ist noch weit von den geforderten Runden entfernt. Die 3 hat 21. Bisschen spät wach geworden. Komm, 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 komm! Und stopp! Ich bin platt. Ja, war nicht so gut. Aber mir ging nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es geschafft habe. Es war anspruchsvoll. Scheiße. Und dazu noch, dass es eine Halle war. Man hat den deutlichen Unterschied gemerkt im Gegensatz zu draußen. Also, ist schon enorm. Nun kommt es auf das Gesamtergebnis an. Carsten ist an seine Leistungsgrenze gegangen, um die fehlenden Liegestützen auszugleichen. Das Ende war echt hart, aber als der Prüfer uns noch mal angespornt hat, da waren noch mal die letzten Kraftreserven drin. Jetzt wird aussortiert. Nur wer den Sporttest besteht, darf danach zum zweiten Teil des Auswahlverfahrens. Für alle anderen ist der Traum vom Bundespolizisten bereits hier geplatzt. Nee. So, die zwei fahren nach Hause. Hat sich Carsten mit seiner Sicherheitstaktik verschätzt? Und hatte Dominique am Ende genug Vorsprung, um seine fehlenden Runden im Ausdauerlauf auszugleichen? Kahn erfährt sein Ergebnis als Erster. Herr Simsek, in allen Bereichen positiv. Bei der Kondition muss ich ein bisschen was machen. Da waren Sie genau im Limit. Das würde bedeuten, der Test ist erfüllt. Ich kann Ihnen aber auf alle Fälle jetzt schon versprechen, wer jetzt an seinem Leistungsniveau angekommen ist, wo er sagt, also das war wirklich das, was ich bringen konnte, da muss noch mächtig viel kommen. Das war noch nicht mal die Anfangsbelastung, die Sie spüren werden bei uns, wenn Sie unter voller Ausrüstung laufen. Herr Behne ist in allen Bereichen, außer bei den Liegestützen, da hat es den letzten gebrochen. Aber es reicht auf alle Fälle aus. In den anderen Bereichen war er über dem Limit, drüber weg. Damit haben Sie den Sporttest bestanden. Herr Freitag hat gut angefangen, hat aber stark nachgelassen. Ne? Also konditionell ist mächtig, was nachzuholen. Aber aufgrund der ersten drei Disziplinen, dass Sie in allen drei Disziplinen über dem Schnitt sind, liegen Sie genau im Limit. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind weiter. Dankeschön. Der erste Schritt auf dem Weg zum Bundespolizisten ist geschafft. Aus dieser Gruppe dürfen 13 von 15 weiterhoffen. Nun geht es zu Teil 2, dem schriftlichen Test. Wenn ich über die vorgegebene Fehlerzahl drüber weg bin, dann ist das Verfahren an dieser Stelle beendet. Alle, die dann den schriftlichen Teil bestanden haben, werden dann zum dritten Teil zum persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Egal ob Polizeibericht oder Geschäftsbrief, Schriftverkehr gehört zum Alltag eines Bundespolizisten. Wer die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht, muss nach Hause fahren. Nach 30 Minuten ist das anspruchsvolle Diktat absolviert. Ich würde jetzt einfach sagen, ich habe ganz gut abgeliefert und quasi mehr ist immer drin. Aber ja, für den jetzigen Stand würde ich einfach sagen, das hat ganz gut geklappt. Die Bewerber haben zwei von insgesamt vier Teilen des Auswahlverfahrens hinter sich gebracht. In ein paar Tagen erfahren sie, wer das Diktat bestanden hat. Dann werden sie endlich zum Vorstellungsgespräch geladen. Viele machen es das erste Mal. Der Durchschnitt der Bewerber, die wir haben, sind ja fast alles 15- und 16-jährige Bewerber, die wir dort zum Vorstellungsgespräch haben. Und für den einzelnen Bewerber ist es das erste Vorstellungsgespräch. Und da merkt man dann schon in der Gesprächsführung die Nervosität, die er bringt. Und da versuchen wir natürlich als Team, das ein bisschen locker zu sehen. Die Ergebnisse des heutigen Tages erhalten die Bewerber in den nächsten Wochen per Post. Also vom jetzigen Stand her könnte ich von den Bewerbern, die wir hatten, also von dem ersten Teil heute Vormittag, könnte ich sagen, zwei haben reelle Chancen weiterzukommen. Nach einigen Wochen steht fest, von den 14.000 Bewerbern mussten 11.000 die Segel streichen. Nur rund 3.000 sind weiter. Kahn, Carsten und Dominique gehören dazu. Sie wurden zum persönlichen Vorstellungsgespräch geladen. Rund 100.000 Reisende nutzen täglich die Berliner Flughäfen. Die Bundespolizisten Jamal und Christine sind am Flughafen Berlin-Tegel im Einsatz und sorgen für die Sicherheit der Passagiere. Als Kind war ich immer schon sehr rechtschaffend und wusste, was gut und was nicht gut ist. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann bei mir entwickelt, wo ich gesagt habe, hey, es gibt einen Beruf, der passt zu mir und das ist Polizist.
Und ja, das ist bis heute noch so. Um den Schutz des Flugverkehrs zu gewährleisten und mögliche Anschläge abzuwehren, kontrollieren die Beamten regelmäßig das gesamte Gelände. Wir führen hier die Vorfeldstreife durch, das ist Teil des Luftsicherheitsauftrages. Und ja, wir fahren den kompletten Zaun ab, drumherum um den ganzen Flughafen, um sicherzustellen, dass keine Lücken in den Zaun sind, keine Beschädigungen, keine Vorbereitungen stattfinden oder stattgefunden haben, um sich dann Zutritt zum Vorfeld zu verschaffen. Die Bundespolizeibeamten am Flughafen Berlin-Tegel kümmern sich nicht nur um die Sicherheit auf dem Vorfeld, sondern auch im Flughafen. Auf der Suche nach herrenlosen Koffern und anderen Gefahren laufen die Beamten Streife. Wir streifen den öffentlichen Bereich. Das ist auch Teil unserer Wahrnehmung der Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz unserer eigenen Dienststelle. Und daher müssen wir Gefahren abwehren, die eventuell auf unsere Dienststelle und auf den Reiseverkehr hier einwirken können. Begleitet werden die Streifen immer wieder von einer vierbeinigen Spezialeinheit. Diensthund Debbie unterstützt die Beamten regelmäßig. Für den Flughafen ist die Komponente Sprengstoff spürend natürlich sehr interessant und sehr wichtig, um bei Auffinden von stehengebliebenem Gepäck gewisse Gefahren auszuschließen. Jeder Schutz- und Sprengstoffspürhund ist speziell ausgebildet und trainiert. Er muss neben Sprengstoffübungen auch in der Einsatzpraxis bestehen. Dafür werden reale Szenen inszeniert. Unter drei verdächtigen Koffern muss Diensthund Debbie den mit Sprengstoff gefüllten erschnüffeln. Die zweite Übung, die Verteidigungsbereitschaft des Diensthundes, wird geprüft. Ein Kollege spielt hierbei einen Täter, der die Bundespolizisten angreifen will. Polizei, verhalten Sie sich ruhig! Aus! Latz! Sie sind vorläufig festgenommen. Mein Kollege wird Sie gleich durchsuchen. Wenn Sie uns angreifen oder Widerstand leisten, setze ich den Diensthund oder die Schutzwaffe gegen Sie ein. Haben Sie das verstanden? Ja. Sie ist Familienmitglied, wird in die Familie mit integriert. Und zu Hause darf sie ganz normaler Hund sein. Und spielen und machen, während im Dienst ist sie natürlich ganz anders gefordert. Und sie kann das auch gut unterscheiden und macht im Dienst einen guten Job. Diensthunde schützen besonders vor Angriffen und überführen Täter. Grenzsicherung, Vorfeldstreife, Sicherheitskontrolle. Wenn andere in den Urlaub fliegen, sorgt die Bundespolizei am Flughafen für Sicherheit. Es ändert sich täglich. Also kein Tag ist wie der andere, auch wenn es den Anschein manchmal hat. Also ja, das mag ich an meinem Job. Die Bundespolizei Berlin. Täglich starten 3.750 Beschäftigte ihren Arbeitseinsatz, um die Hauptstadt und das umliegende Brandenburg sicher zu machen. Sie überwachen 258 Kilometer Landesgrenze zu Polen, sorgen für den Schutz von Bahnanlagen und der Luftsicherheit und wehren öffentliche Gefahren ab. Im Süden von Berlin sitzt Präsident Thomas Striethörster. Er weiß, in den letzten Jahren hat sich die Aufgabe der Bundespolizei Berlin verschärft. Wir haben uns schon mit dem Thema auch gerade nach dem Breitscheidplatzanschlag beschäftigt. Wir haben eine erhöhte Terrorgefährdungslage in Deutschland. Da sind Massenreisenden, wir haben hier in Berlin ungefähr oder in Berlin-Brandenburg ca. 4 Millionen Reisende tagtäglich zu bewältigen. Da können sie auch nicht ausweichen, das findet jeden Tag statt. Da stelle ich mir schon die Frage, wie schützen wir diese Reisenden und wir erhöhen das oder wir verbessern den Schutz, indem wir mehr Präsenz auf die Straße bringen. In der Ausstattung sind wir besser geworden. Aber das ist auch eine Anstrengung, die müssen Sie jeden Tag erfüllen. Lebensaufgabe Bundespolizist. Jeden Tag wird Ihnen alles abverlangt. Auf der Jagd nach Kriminellen begeben Sie sich selbst in Gefahr. Sie schützen Deutschlands Grenzen und sind dafür Tag und Nacht im Einsatz. Sie verhindern Angriffe auf den Luftverkehr und schützen 4.200 Kilometer Bahnverkehr. Ungewiss, was sie erwartet. Doch der tägliche Einsatz ist nicht nur eine körperliche Herausforderung. Am Ende müssen sie immer auch mit ganzem Herzen dabei sein.